mătuc, până la baie repejor, pentru că mi-a luat Alin, cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis, deschide ochii, nu te ustură deloc. Cu Dalina i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Pass die Handy weg. Irgendwann verlernt ihr alle noch das Sprechen. Ja. Na los, komm. Komme. Kann es sein, dass es dir nicht schmeckt? Ja, ein bisschen sehr gesund. Ungesund kann jeder. Die Profis essen auch keine Pizza zum Frühstück. Das habe ich mal gelesen. Nee, die essen das Nougat-Creme und kriegen dafür richtig Kohle. Überredet, du wirst Profi. Na, endlich. Briefing schon da? Ja, schon. Super, danke. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmermehr. Ach, der Herr Jäger. Wie schön, dass Sie uns auch Gesellschaft leisten. Tut mir leid, mein Fahrrad hat einen Platten. Ja, ja. Einer, der gut gegen den Ball treten kann, ist noch lange kein Tour de France-Gewinner. Schön, dass Sie alle so gut gelaunt und wach sind. Bücher weg, Hefte raus. Wir schreiben jetzt mal eine kleine Kurzüberprüfung. Extemporale. Zu meinem Lieblingsthema, dem Knittelvers. Ne, Basti? Der Knittelvers. So, kurze Info. Wir haben heute 36 An- und 16 Abreisen, darunter ein sehr bekannter Schauspieler und unser arabischer Stammgast. Also Diskretion wie immer und seien Sie flexibel im Umgang mit den besonderen Ansprüchen unserer Gäste. Wenn Sie Probleme haben, kommen Sie zu mir. Okay? Einen schönen Tag. Und als er meine neuen Dessous gesehen hat, war natürlich alles klar. Er hat mich aufs Bett geworfen. Das klingt ja diesmal wirklich ganz toll. Gratuliere. Ich bin mir sicher, es ist der Richtige. Hier fehlt Wasser, Nina. Mhm. Der ist so anders als Ralf. Der ist sportlich, isst aber gerne, hat ein Sixpack. Ja, Bülent. Das hast du noch nicht gesehen. Ja, ja, in 2 Stunden. Alles klar. Gut, ciao. Und dann zack, reingebunzt. Genauso mache ich es nach hinten gefahren. Basti, ist dein Text schon fertig? Welchen Text? Ja, für den Blog, Schülerblog. Ich hatte jetzt noch keine Zeit dafür. Ja, aber den wollten wir morgen reinstellen. Ich habe nachher ein Testspiel, vielleicht nächste Woche. Jenny, was machst du nur am Freitag? Noch nichts, wieso? Wollen wir ins Kino gehen? Ja, klar, gern. Cool. Wie geht's, Basti? Ach, bestens. Kennst du noch den Sonnenschein? Kommt mit mir. Danke. Ist er denn schon so gut wie Götze? Du, der ist schon gut. Sein Trainer sagt, aus ihm kann mal was werden.
Aber die Mutter sagt, erst kommt das Abi, dann alles andere. Was hast du? Ja, hier. Zurück. Kommt hoch, Jungs. Komm, weiter geht's. Lappen, ist wohl zu schwach auf dem Bein. Komm, 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 gut jetzt, runter mit dir. Was? Ganz schnell, mein Freund. Alles okay? Nee. Geht's? Komm hoch. Du bist jetzt 5 Jahre bei uns. Seit 3 Jahren Executive Housekeeper, seit 2 im Personalrat. Stimmt. Ich habe deinen Namen gestern bei der Eigentümerversammlung ins Spiel gebracht. Okay. Wenn ich nächstes Jahr nach Buenos Aires gehe, könntest du dann hier die Leitung übernehmen. Ich die Leitung? Das ist aber ein Vertrauensbeweis. Ich wüsste keine bessere. Ich glaube, ich brauche jetzt einen Schnaps, entschuldigen. Ja, Jäger? Kerstin? Was ist denn passiert? Ist halb so wild. Er ist mit dem Fuß umgeknickt. Sein Knöchel ist leicht angeschwollen. Es wird schon wieder. Okay. Zeig mir, tut das weh? Ja, das tut weh. Entschuldigung. Das ist bestimmt eine Prellung oder so. Wenn es morgen nicht besser wird, dann gehen wir zum Arzt. Jetzt erstmal nach Hause. Komm, gib mir den Rucksack. Halt dich fest. Geht's? Mhm. Und wer war's? Ja, Mario. Das ist so eine Pfeife. Wenn er besser spielen würde, dann bräuchte er auch nicht zu faulen. Ja, und wenn du in der Schule mehr machen würdest, müsstest du nicht bei deinem Lehrer antanzen. Was ist los? Walden hat mir eine Mail geschrieben. Er macht sich Sorgen um deine Noten in diesem Halbjahr. Der meint's wirklich gut. Können wir mein Bike noch mitnehmen? Das hole ich später, okay? Jetzt erstmal ins Auto, da reden wir weiter. Was macht der Fuß? Wehtun. Ich meine, wird's schlimmer. Mensch, Basti. Hör doch mal auf mit der Simserei, wenn ich mit dir rede. Ja, warte kurz. Wir hatten eine klare Absprache. Du kannst ja deinen Fußball weitermachen, aber dann müssen in der Schule auch die Noten stimmen. Hm. Mann, Basti! Sag mal, spinnst du? Ist doch wahr. Hör mir zu, wenn ich mit dir rede. Mach ich doch, ich hör doch nicht mit den Fingern. Sag mal, geht's noch? Hey, schnall dich sofort wieder an. Ja, wenn du mein Handy nach hinten wirfst. Mein Gott, ich verstehe ja deine Wut. Aber lass deine schlechte Laune nicht an mir aus. Mama! Mama, mein Fuß tut nicht mehr weh. Ja, Frau Jäger, es scheint wirklich wichtig zu sein. Dr. Hopenberg wird sich sehr freuen, dass Sie so schnell kommen konnten. Dankeschön. Gerne. Okay, dann zeigt mal. Sehr gut. Spürst du das? Ein bisschen. Gut, dann kannst du wieder runterkommen. Also, dafür, dass der Unfall erst 2 Monate her ist, sieht im Grunde alles ganz gut aus. Mhm. Für eine derartige Kompressionsfraktur mit Rückenmarksquetschung ist seit der OP alles ziemlich gut verlaufen. Wir konnten das Vernarbungsgewebe deutlich reduzieren. Allerdings hat sich infolge der OP ein kleines Ödem gebildet, das bei all unseren bildgebenden Verfahren das darunterliegende Nervengewebe überlagert. Das ist nichts Außergewöhnliches. Wenn sich das Ödem zurückgebildet hat, werden wir ein genaueres Bild bekommen.
Und was heißt das für uns konkret? Wir können jetzt sofort mit dem nächsten Therapieschritt beginnen. Wir injizieren einen neuen Wirkstoff, der aus der Rinde der pazifischen Eibe gewonnen wird. Ein Alkaloid mit dem Namen Paclitaxel. Studien haben gezeigt, dass dieser Wirkstoff das Nervenwachstum stark anregen kann. Dabei ist es aber äußerst wichtig, dass die Reha weiterhin sorgfältig ausgeführt wird. Ja, na klar, natürlich. Und was denken Sie, in etwa wie lange? Ich denke, ein halbes Jahr. Aber wir können die Reha ab sofort ambulant durchführen. Das heißt, ich kann... Das heißt, wenn du möchtest, kannst du heute schon nach Hause. Sind Sie sicher, dass Sie alleine klarkommen? Es kommt jetzt einiges auf Sie zu, bitte unterschätzen Sie das nicht. Ja, ja. Wir schaffen das schon. Klar. Gut, dann sehen wir uns ab jetzt dreimal die Woche hier. An den anderen Tagen muss Ihr Sohn das besprochene Reha-Programm zu Hause machen. Das machen wir. Gar nichts im Kühlschrank. Und ja nicht wissen, dass du heute rauskommst. Mach dir mal keinen Stress, Mama. Ich schaff das schon alleine. Na denn. Komm, ich helfe dir. Und? Es geht schon. Ich hätte es auch alleine geschafft. Ja, ich weiß. So, na, da passen wir ja gerade durch, ja? Froh, wieder zu Hause zu sein. Hm? Ja, klar. Na komm. Und keine Vollbremsung auf dem Parkett. Das macht Streifen. Wollen wir ein paar Freunde von dir einladen? Kleine Willkommensparty machen? Nee, lass mal. Hat sich in letzter Zeit eh keiner mehr blicken lassen. Was? Ich will jetzt erstmal meine Ruhe haben. Verstehe. Ach so, mach ich weg. Sieht scheußlich aus. Ne? Ach, na, kommt ja wieder weg. Willst du es mal ausprobieren? Hab ich angebracht. Eieiei. Ey, so das heißt. Und? Ja. Süß. Brauchst du irgendwas? Nein, alles okay. Ja, Entschuldigung. Lass dich jetzt in Ruhe. Gleich Mitternacht. Ich mach deinen Griff dran, das siehst du doch. Das kannst du auch morgen machen. Wenn du mir zuguckst, geht's auch nicht schneller. Ausnahme, damit du wieder zu Kräften kommst. Ja. Aber ums Obst kommst du nicht rum. Nicht so gierig.
orthodontisches Problem, du. Entschuldigung. Nee, ich nehme den schon. Schatz. Ich weiß, dass du Schiss hast. Ich habe aber allen Leuten gesagt, dass du bald wieder laufen kannst. Komm, mach dir keinen Kopf, wenn manche blöd glotzen. Nee, mach ich nicht. Na los. So eine Unfallverletzung ist ja fast schon irgendwie cool. So. Und ich bin dann pünktlich um 2 hier und hol dich ab, okay? Um 1. Wie um 1? Wir am Mittwoch sind wir um 1 Schluss. Ja klar, krieg ich hin. Tschüss. Ciao. Ja, Bülent? Ja, ich bin praktisch schon da. Bis gleich.